Ich habe meinen Job mit über 70.000 Euro Jahresgehalt bereits im September 2017 gekündigt. Jetzt fragt sich der eine oder andere bestimmt, hat der eine Macke? Warum kündigt er seinen Top-Job mit den jungen Jahren? Und ja, der hat ihm doch sicherlich die Finanzierung vereinfacht. Wieso macht er das? Ja, in diesem Video gehe ich darauf ein, wie der Job mir bereits schon mit 22 Jahren so viel Jahresgehalt eingebracht hat, wie das mir dabei geholfen hat, gute Finanzierung zu bekommen bei der Bank und wie es danach auch weiterging, also wie ich nach dem Kündigen trotzdem noch gute Finanzierung bekommen habe bei der Bank, ohne ein gutes Gehalt nachweisen zu können. Danach erkläre ich dir noch meine persönliche Situation, weil danach werde ich sehr oft gefragt, wie machst du das eigentlich, Fabian? Bist du angestellt? Wenn du nicht mehr angestellt bist, wie verdienst du privat dein Geld? Ja, auch darauf gehe ich in diesem Video ein. Ihr habt schon lange darauf gewartet, oft danach gefragt. Deswegen ganz viel Spaß beim Anschauen. Also bei mir war das so, ich habe ein duales Studium gemacht, das heißt, man ist so 50-50 in der Uni, 50% in der Firma und während der Firma kann man so halt die Abteilung durchlaufen, man kann sich aussuchen, wo man gerne halt wäre, was man sehen möchte, in welcher Abteilung man gerne sein möchte und so. Und da habe ich mir ganz viele verschiedene Sachen angeschaut. Also ich habe Maschinenbau studiert, habe dann auch als Ingenieur gearbeitet. Und dementsprechend gut war dann auch das Einstiegsgehalt, das ist relativ hoch. Ich habe hier gerade mal gegoogelt, Gehalt, Durchschnitt, Maschinenbau, Ingenieur, so 62.700 Euro brutto pro Jahr, das Durchschnittsgehalt von allen Maschinenbauingenieuren, ist auf jeden Fall schon gut, gell? Und dementsprechend war es halt auch relativ easy, so die erste Immobilie zu finanzieren. Bloß meine Intention war so, warum ich das Studium gemacht habe. Also so, ich war voll Autofreak so früher. Ich wollte halt unbedingt so geile Autos haben, fahren und testen und so. Genau, ich habe mir so vorgestellt, so ein Ingenieur, der geht halt so freitags in die Garage, in die Versuchsgarage, nimmt das Auto mit, nächsten Freitag das. Und so habe ich mir das vorgestellt. Und ich hatte so Bock da drauf. Und ja, das war halt leider nicht so. Ich konnte die Autos nicht mitnehmen und so, deswegen. Also Job war cool, hat alles Spaß gemacht und so, aber so die Intention dahinter war eigentlich nicht nur viel verdienen und 9-to-5-Arbeit, wo ich ein bisschen mit Vertrauensarbeitszeit rein raus kann. Das ist nämlich so in der Maschinenbaubranche relativ üblich, dass man sich das ein bisschen frei einteilen kann. Solange man seine Arbeit macht und seine Stunden leistet, kann man halt spät anfangen, lang bleiben und morgens oder morgens früh anfangen, mal 3 Tage viel arbeiten, 4 ein bisschen weniger, wenn man keine Termine hat. Das ist schon chillig, muss man sagen, kann man sich gut einteilen. Was aber auch noch ein richtig harter Punkt war, der mich hart getroffen hat, das war schon im Studium. Ja. Also ich hab im Studium, im ersten Semester, da gab es eine Klausur, die war übelst hart, ne? Also ein Fach, das hieß technische Mechanik, das war übertrieben schwer, ja? Es war so ein Verstehfach, also viel Lernen bringt da nichts, man checkt oder man checkt halt nicht. Ja? Ich habe ganz gut durchgecheckt und hatte eine 2,6 oder 2,7 in der Klausur. Es gab einer, der war besser als ich, einer, der war schlecht als ich und fast alle anderen sind durchgefallen. Und das Problem war, die Studiengangsleitung oder die Dozenten haben gesagt, hey, das kann nicht sein, dass jetzt alle rausfliegen gleich am Anfang oder dass so viele so schlecht sind. Dann war die Nachprüfung halt so einfach, dass halt fast alle eine 1 hatten, ja. Und ich war halt einer der Schlechtesten im Nachgang, obwohl ich eigentlich der Beste oder einer der Besten war vorher. Und da denke ich mir, was geht ab, ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Und dann hatte ich schon gar keinen Bock mehr so aufs Studium. Ich habe es halt so durchgezogen wegen Ego. Das ist echt der einzige Grund, weil ich gesagt habe, ich habe es angefangen, ich ziehe es durch. Und es war nicht einfach, weil ich dann halt schon hart schleifen habe lassen, aber ich habe es trotzdem geschafft. Habe es durchgezogen, habe es geschafft und ja, war dann noch ein bisschen als Ingenieur tätig. Das Ganze war echt eine ganz, ganz gute Lebenserfahrung. Also so Ingenieur kalkulieren, Immobilien kalkulieren, komplexe Berechnungen, Excel-Tabellen, Zeug, alles easy. Ja. Ohne das Studium weiß ich nicht, ob ich so gut und so fit da wäre. Und ja, was dann halt auch noch der Fall war, dann so während dem Berufsleben haben wir schon die ersten paar Immobilien gekauft, also meine 3 Geschäftspartner und ich. Ich mache das ja nicht alleine und es war echt voll cool, weil wir hatten alle ein gutes Gehalt nachzuweisen, haben gute Bonitäten gehabt. Also bei der Bank bezahlt man ja entweder mit viel Eigenkapital, wenn man keine gute Bonität hat. Gute Bonität heißt ja viel Einkommen, ja, viel verdienen. Da habe ich auch schon mal eine Story zu, ein Video zu gemacht, meine Story. Da ist ein bisschen was dazu auch noch in dem Thema drin. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und genau, dann haben wir halt relativ gutes Einkommen gehabt und haben halt dann die ganzen Finanzierungen easy bekommen. Ja? So, dann ging es weiter. Ich wollte irgendwann mal Teilzeit
beantragen. So, weil ich gedacht habe, eigentlich brauche ich gar nicht jeden Tag arbeiten. Vom Gehalt her reicht mir das, wenn ich ein bisschen weniger verdiene. Lieber habe ich mehr Freizeit, kann schneller auch agieren, mehr Besichtigungen machen hin und her und kann das Ganze dann dementsprechend freier mir gestalten. Problem war, ich habe den Ich habe das nicht durchbekommen. Ich habe übelst lang rumverhandelt. Ein Jahr habe ich da rumgemacht. Dann hieß es, wurde ich immer hingehalten. Ja, ich kläre das, kümmere mich drum. Ja, bla bla bla. Ging nie voran. Es ging nicht voran. Es gab Termine mit der Personalabteilung. Alles möglich. Kann ich vergessen. Ja. Und da habe ich mir gesagt, ohne Witz, ich habe keinen Bock hier zu verknechtet werden. Ja. Ich will weg. Wenn die mir nicht die Freiraum geben, den ich will, dann springe ich halt ins kalte Wasser und kündige einfach. Dann haben zwei von uns vier haben es einfach durchgezogen, gekündigt. So, ciao Company, hallo kaltes Wasser. Ich mag kaltes Wasser eigentlich gar nicht, aber das war ganz, ganz gut mal die Erfahrung, so einfach so rauszugehen aus dem Ganzen. Aber dadurch, dass die anderen noch angestellt waren, die anderen zwei, also zu dem Zeitpunkt haben wir noch keinen fixen Flip gemacht. Da kann ich das ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Also wir haben da nur Buy and Hold gemacht mit einer GbR, ohne Holding, ohne GmbH, ohne alles. Wir hatten zwar noch eine GmbH von unserer Lebensmittelmarke, die wir da aufgebaut hatten zu dem Zeitpunkt, aber das ist ein anderes Thema. Und dadurch, dass wir halt zusammen alle waren bei der Bank und das Ganze in der GbR auch hatten, war es eigentlich voll cool für die Bank auch, weil wir hatten noch trotzdem zwei Leute, die halt fest angestellt waren, gutes Gehalt verdient haben. Zwei, die halt so aktiv rundherum gehasselt sind und Sachen halt gemacht haben, die ein Angestellter nicht machen kann und auch akquiriert haben und so. Genau, und das war so der Einstieg. Und so haben wir da angefangen, Step by Step. Aber dadurch, dass wir halt nicht angefangen haben ohne Gehalt, sondern schon vorher und dann langfristig halt auch weitergemacht haben, hatten wir ja schon Track Record nachzuweisen. Track Record ist ganz einfach so, der Track Record halt, was hast du gemacht bisher? Wenn du zur Bank kommst oder wenn ich zur Bank komme, zu einer neuen, dann sagt die Bank, okay, Fabian, alles cool, was du gemacht hast, aber du bist ein neuer Kunde für uns. Fangen wir mal an mit 20% Eigenkapital, dann sehen wir weiter. Also dann musst du halt einfach Kohle auf den Tisch latzen. Ja? Und dann, jetzt haben wir gerade wieder auch mit einer neuen Bank gearbeitet, mussten wir auch wieder latzen, Kohle latzen, 20%. Und da muss man sich halt das Trust-Verhältnis aufbauen, geht zwei, dreimal. Und beim vierten Mal ist dann vielleicht ein bisschen entspannter, wenn es gut geklappt hat. Und dementsprechend muss man sich da hocharbeiten. Jo. Mittlerweile sind wir ja ein bisschen anders aufgestellt, haben eine Holding, jeder von uns vier, also eine eigene. Wir haben eine operative GmbH, die die Flips macht, also 30% steuerpflichtig, Gewerbe- und Körperschaftssteuerpflichtig für die ganzen Flips. Ja. Also wir verkaufen da halt im Ankaufen Immobilien, sanieren die, verkaufen die. Die GbR läuft nebenher weiter, ganz chillig, alles Mieteinnahmen kommen und zahlen die Kredite ab. Die GmbH mit der Holding-Verknüpfung ist da, um halt irgendwann eine neue GmbH zu gründen, die dann Bestand macht mit einem vergünstigten Steuersatz. Aber ich bin ja kein Steuerberater, das haben wir uns beraten lassen, professionell dementsprechend. Also wenn du da auch was machen willst in die Richtung, empfehle ich dir, einen guten Steuerberater an die Hand zu nehmen, der das Ganze für dich macht. Ja, und dadurch, dass wir das Ganze über eine GmbH abwickeln, ist halt einfach übel easy alles, weil das ist ja gar keine Privatperson mehr jetzt. Also wir haben halt in der GmbH Eigenkapital drin, wir haben Grundschulden, mit denen wir arbeiten. Also wenn ich eine Immobilie kaufe, sagen wir, das ist jetzt meine Immobilie. Also 130.000 Euro kostet die Immobilie, plus Kaufnebenkosten, sagen wir 10%, sind wir bei 143, plus Sanierung 7, sind wir bei 150, 20% davon Eigenkapital, also sind wir bei 30.000 Euro Eigenkapital, das war jetzt immer nur so grob über den Tisch gerechnet und das Geld wurde dann halt einfach bei der Bank aufs Konto überwiesen, Privatbürgschaft unterzeichnet, die Bank hat eine Grundschuld auf das Objekt, das heißt, wenn wir nicht mehr zahlungsfähig sein sollten, ist die Bank der Versteigerung berechtigt, kann die Immobilie verkaufen, dementsprechend ist ein überschaubares Risiko für alle Parteien, das Eigenkapital ist ja auch noch im System, das heißt, das kann die Bank sich auch noch ziehen und dementsprechend ist die Sicherheit da, unabhängig davon, ob ich jetzt angestellt bin oder nicht, die Immobilie ist dreimal besichert oder viermal. Wir mussten jeder privat bürgen, viermal, also viermal über den Betrag plus Grundschuld, also fünffach besichert eigentlich. Dementsprechend geht es auch ganz chillig ohne Gehalt hier drüber zu rutschen über die ganze Sache. Meine aktuelle Situation schaut so aus.
GbR ist ja privat, ja, also die GbR-Anteile halte ich privat. Das heißt, die Mieteinnahmen werden mir auch privat zugerechnet. Keiner GmbH, keine Holding, gar nichts. Das sind meine privaten Einnahmen. Dementsprechend habe ich schon darüber gewisse Einnahmen oder Bruttogehalt, sage ich jetzt mal. Plus, ich bin angestellt bei unserer Fix & Flip GmbH, wo ich auch noch ziemlich viele Social Media Kooperationen drüber laufen lasse. Also es sind so ein paar, so 1 bis 3 Monate aktuell. Ist noch ein bisschen wenig. Ich würde gerne mehr machen. Ja. Also ich bin gerade jetzt auch hier in Berlin öfters mal und werde mich umschauen, dass ich da mal ein bisschen besser reinkomme in das Ganze, ein bisschen mehr Kooperationen dann noch an Land ziehe, denn ja, ich habe sehr viel Reichweite, die ich nicht nutze, ja, für Kooperationen, klar, für Immobilienakquise und um euch Mehrwert mitzugeben und so nutze ich das, aber ich würde gerne auch ein paar mehr Kooperationen noch machen. Dementsprechend kommt da auch wieder mehr Einkommen zustande, was ich halt natürlich selber verantworte, ob da was reinkommt oder nicht, weil da muss man schon danach gucken, da kommt kein Vögelchen angezwitschert und sagt hier, ba, ba, ba. 10, 20, 30 Kooperationen, kann ich alle machen, muss mich schon auch drum kümmern. So, und das ist meine private Einkommenssituation. Wenn halt jetzt Gewinne entstehen durch die Flips in der GmbH, werden die alle ausgeschüttet. Also Gehalt geht dann weg, natürlich weg vom Gewinn. Also wenn ich sage, okay, GmbH macht 100.000 Gewinn, Gehaltskosten waren irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro, weil wir zahlen uns gering oder ich zahle mir ein geringes Gehalt aus, hauptsächlich nur damit die Versicherung passt und so, dann kommt der Rest als Gewinnausschüttung einfach. Also das wird dann zu Viertel teilen, denn jeder hält ein Viertel der Gesellschaft in die Holdings ausgeschüttet und dann kann jeder Gesellschaft entscheiden, von der Holding schütte ich mir jetzt privat aus, gebe es aus, lasse ich es in der Holding, investiere das thesaurierend weiter oder was mache ich denn damit, kann jeder frei entscheiden. Genau. Dementsprechend eigentlich ganz cool aufgestellt, würde ich mal sagen, gut aufgezogen. Wir sind sehr flexibel, was Finanzierung angeht. Wir können alles frei gestalten, wie wir wollen. Tun alles mittlerweile variabel finanzieren. Wir haben angefangen mit Festschreibungen in der GbR. Und in der GbR tun wir auch ab und zu Sachen veräußern. Also wir haben jetzt eine Wohnung schon verkauft aus der GbR, aus dem langfristigen Bestand. Verkaufen jetzt wieder eine und wenn es gut läuft, vielleicht noch eine zweite. Der Kollege ist gerade da im Vertrieb dran und wenn er beide wegbekommt, bin ich ihm dankbar. Wenn er noch eins, nur eine ist, ist auch cool. Und die Wohnungen sind in Schwäbisch Gmünd. Wenn da einer eine Wohnung sucht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ist eine top sanierte Wohnung, gibt es auch ein Video zu. Hier kurz ein paar Videos zurück, kann man sich mal anschauen, genau. Ja, und mein Berufsalltag, wie sah denn der aus? Also ich bin eigentlich jeden Tag aufgestanden, habe mir schon gesagt, okay, let's go, Office, bin im Büro, ins Büro gegangen, hatte eine To-Do-Liste, eine lange, habe die abgearbeitet und ich war Konstruktionsingenieur, das heißt, ich habe mit verschiedenen Programmen wie CATIA und Pro Engineer, so 3D-Modelle gebaut und berechnet und Bauteile gemacht, zusammengefügt in Baugruppen, dann ins Gesamtprojekt eingebaut und dann wurde das Gesamtprojekt weiter eingebaut ins Auto, also es waren größere Themen halt. Und ja, es war schon auch stressig, muss ich sagen. Also teilweise bin ich so heimgefahren von der Arbeit, habe mir gedacht, oh shit, das habe ich vergessen. Dann machst du halt hier so eine To-Do-Liste und hat man auch schon auch privat noch ein bisschen Belastung im Hinterkopf, weil man immer sich überlegt, was mache ich. Aber jo, der Hauptgrund der Kündigung war, dass der Arbeitgeber nicht auf meine Teilzeitforderung eingegangen ist. Das Witzige war, nach der Kündigung, ja, kamen sie und wollten mich zurück mit einer Teilzeitstelle haben. Haben sie da erst danach angeboten, dann war ich aber raus, da hatte ich keinen Bock drauf auf so einen Scheiß. Ne? Ja, da war ich aber raus, da hatte ich keinen Bock drauf. Also ich wollte es direkt haben, ja, 50% und nicht irgendwie 10-15% weniger, sondern die Hälfte direkt, weil das Nettogehalt, Netto-Stundenlohn ist viel höher wie wenn man nur ein paar Prozent runtergeht, weil das zu versteuernde Einkommen ja extrem sinkt. Weil, ja, ich meine, das muss sich schon lohnen, wenn man da ein bisschen runter geht und kürzer schraubt. Wenn 80% da ist, das ist ja keine Auswirkung auf einen persönlich. Ne? Die Firma merkt nichts, zahlt ein bisschen weniger und du arbeitest wahrscheinlich genau die gleiche Menge. Bei 50% muss man schon ein bisschen umstrukturieren. Ja, und der Hauptgrund war auch noch, also wirklich der größte Hauptgrund war, dass ich halt auch mir gedacht habe, will ich in 40 Jahren hier noch sein?
will ich, sehe ich mich in so einer Firma, also nicht in der Stelle, klar, immer in Wechselpositionen, Switch, Abteilungen, wird vielleicht auch mal Abteilungsleiter, aber habe ich mich gefragt, will ich irgendwann in 40 Jahren, 30 Jahren langfristig in so einer Position sein? Hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich liebe ein bisschen Risiko, ja, so no risk, no fun. Man muss immer so gucken, dass man auch Sachen erlebt, dass man aus sich rauskommt und auch Schritte wagt, die halt die Masse nicht wagt, weil nur so kann man erfolgreich werden. Und dementsprechend bin ich rausgedroppt aus dem System, bin jetzt 3 Jahre hier raus und habe es eigentlich nie bereut. Nee, find's geil. War die beste, eine der besten Entscheidungen meines Lebens, die Kündigung, auf jeden Fall. Als ich raus bin aus dem Büro an meinem letzten Tag, das war so geil. Das war so geil. Ich bin rein in die Personalabteilung, habe meinen Ausweis abgegeben, meinen Mitarbeiterausweis. Ich bin rausgelaufen aus der Firma. Das war so ein Gefühl von Freiheit. Das war so geil. Ich kann es nicht beschreiben. Das war einfach mega, mega. Beste Gefühl ever. Ja, und wenn du auch drüber nachdenkst, hier in Immobilien einzusteigen, zu investieren und irgendwas zu machen und weiß nicht, wie du anfangen sollst. Ich mache jetzt demnächst auch mal ein Video über meinen ersten Deal, wie der jetzt läuft. Das ist vor 4 Jahren, ist 4 Jahre her, wie der durchgelaufen ist, beziehungsweise wie er durchläuft. Erkläre ich mal ein bisschen was dazu, wie er mit der Stand halt jetzt ist. Dann kannst du dir auch mal anschauen, wie sich das Ganze entwickelt hat in den letzten 4 Jahren. Und man muss auf jeden Fall Zeit mitbringen, wenn man das Ganze mit Immobilien macht. Das ist klar, man kann mit seinen eigenen Händen kann man Arbeit verrichten und Eigenleistung einbringen, das ist cool. Und man kann auch relativ sicher sich ein relativ passives Einkommen aufbauen, weil 100% passive gibt es ja nicht, aber so ein bisschen passiv ist es auf jeden Fall. Denn wohnen muss man immer. Ist keine Rocket Science, man berechnet einfach Ausgaben, Einnahmen. Wenn da ein bisschen mehr übrig bleibt, dass man ausgibt, dann ist super. Hä? Wenn weniger übrig bleibt, dass man ausgibt, dann ist halt nicht so gut. Aber ja, kriegt man mit der Zeit raus. Genau, das Video, wie wir den ersten Deal eingekauft haben, das verlinke ich dir hier. Guckst dir mal an, dann siehst du das, wie es jetzt aktuell der Stand ist, das kommt bald. Verfolg den Kanal, ich zeig's dir dann, kannst dir das angucken. Und in dem Fall lege ich tatsächlich Zahlen offen. Das ist das einzige Mal, wo ich so wirklich alles offenlegen würde, okay? Ich lege es offen.